Oh. Look!
Thank you.
Hier drüben! Hier drüben, hier drüben. Hört mich, Schäfer!
Address ID Vector Scan. ID Werte prüfen. Abgeschlossen. Waffen entdeckt. Alle Waffen sind während des Aufenthalts blockiert. Nach geprüft. Schön, dass es dir gut geht. Du bist unglaublich, Sam. Ein Pfundskerl. Vielen Dank für alles. Ich bitte dich sicher wieder um Hilfe. Gute Arbeit. Neuer Auftrag. Weitere Informationen erhältst du an einem Lieferterminal. Setze autonomen Lieferbot ein. Waffeneinschränkung aufgehoben.
Scan wird gestartet. Bridges ID wird gescannt. Fragile Express ID verifiziert. Waffen entdeckt. Alle Waffen sind während des Aufenthalts blockiert. Fracht gefüllt. Vielen Dank. Ich bin beeindruckt, Sam. Nicht viele Leute hätten es überhaupt versucht. Darf ich mal gucken? Völlig unbeschädigt. Und der Teer im Inneren ist unberührt. Du enttäuschst mich nicht, mein Freund. Verbinde mich mit dem chiralen Netzwerk. Jetzt geht meine Forschung erst richtig los. Natürlich bin ich davon überzeugt, dass der Teer mit den GDs und dem gestrandeten Tod zu tun hat. Immerhin sind Teer und Zeitregen die bestimmenden Merkmale des Ökosystems nach der Strandung. Solche plötzlichen Umweltveränderungen führen unweigerlich zum Aussterben nicht anpassungsfähiger Organismen. Diejenigen, die sich anpassen, tun dies mittels Enhancern, DNA-Abschnitten, denen erfolgreiche Organismen ihre Vorteile verdanken. Diese genetischen Faktoren sind der Schlüssel zur Evolution. Es gibt allerdings auch Gene mit gegenteiliger Wirkung. Sie benachteiligen Organismen. Extinktionsfaktoren werden sie genannt. Das sind die Samen von Fortschritt und Obsoleszenz. Solche Faktoren könnten in uns allen schlummern. Irgendwann über uns entscheiden. Über jedes Geschöpf seit Anbeginn des Lebens. Falls das so ist, könnte der Teer uralte Beweise verbergen. Beweise für diese genetischen Entscheidungen, die uns an unserem jetzigen Scheideweg helfen könnten. Wie auch immer, dank dir kann ich mir die Zusammensetzung des Teers jetzt genauer ansehen. Wenn ich etwas Interessantes herausfinde, lasse ich es dich wissen. Gut gemacht, Sam. Du hast uns sehr bei der Erforschung des gestrandeten Todes geholfen. Mehr als du denkst. Danke nochmal, dass du mir Mamas Leiche und diesen Ammoniten gebracht hast. Apropos, die Analyse seiner Nabelschnur geht übrigens schnell voran. Ich habe die Daten mit einigen unserer wiederhergestellten Archive verglichen. Wie dem auch sei, kommst du bitte zurück zu meinem Labor? Die Vorbereitungen für die Integration des chiralen Relais sind abgeschlossen. Ich wäre dir sehr dankbar, wenn du das für die Wiederherstellungsarbeiten notwendige Material sammelst und herbringst. Gute Arbeit. Neuer